Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie finde ich Property Deals in Großbritannien? In einem der vorhergehenden Videos habe ich euch ja schon mal die Plattform Rightmove gezeigt. In diesem Video wollte ich gerne mal auf die Plattform Zoopla eingehen. So, und Rightmove und Zoopla, das sind die beiden Plattformen, die alle oder die meisten britischen Estate Agents, also Immobilienvermittler, nutzen. Die meisten Häuser, die hier angeboten werden, werden über Immobilienvermittler angeboten. Das ist auch eigentlich die Norm hier in Großbritannien. Es gibt allerdings auch einen Markt, wo Häuser direkt von den Verkäufern angeboten werden. Allerdings ist es durchaus professioneller und wenn es über die Immobilienvermittler läuft. Bei Zoopla und Rightmove sind eigentlich die beiden größten Portale. Ich würde mal sagen, nahezu alle Häuser, die angeboten werden in Großbritannien, kann man entweder über Rightmove finden oder Zoopla. Der Grund, warum ich Zoopla und Rightmove funktionieren, eigentlich relativ ähnlich. Wenn ihr euch mein vorhergehendes Video zu Rightmove anschaut, dann findet ihr euch wahrscheinlich bei Zoopla auch zurecht. Zoopla hat allerdings ein besonderes Feature. Und das möchte ich euch gerne hier zeigen. Und zwar, um euch das zu zeigen, geht ihr zuerst mal, wenn ihr Zoopla nutzt, einfach hier auf die Plattform, ja, und dann for sale. Denn wir wollen ja als Investoren ein Haus kaufen und ihr gebt, ist ja jetzt erstmal für Anschauungszwecke egal, also ich gebe mal Southampton ein. Ihr könnt ihr natürlich auswählen, in welche Art von Haus ihr sucht, welcher Minimal- und Maximalpreis. Aber um euch hier dieses Feature zu zeigen, was auch in der aktuellen Krise relativ sinnvoll ist, ist es eigentlich egal, was für eine Kategorie von Haus wir jetzt aussuchen. So, und zwar die Kategorie ist, hat mit dem Filter zu tun. Also wenn ihr Zoopla, vielleicht mal ganz kurz, wenn ihr Zoopla nutzt, hier oben seht ihr die Area. Ja, ihr könnt dann hier, wenn ihr draufklickt, könnt ihr natürlich auch den Radius um die Stadt oder den Bereich, den ihr eingegeben habt, auswählen. Also within 40 miles ist hier der größte Umkreis, der auszuwählen ist. Ihr könnt dann hier oben die verschiedenen Filter, könnt euch die verschiedenen Haustypen, ja, bei Houses könnt ihr dann natürlich auch, wann es hinzugefügt wurde, eingeben. Ihr könnt also nach Houses, nach Flats oder auch einfach nur nach Land suchen oder Show All. Aber wir schauen in diesem Fall nach Houses. Ich bin kein großer Freund vom Investieren in Wohnungen, gerade nicht in Großbritannien, sondern eher von Häusern. Wie gesagt, ich habe hier die Filter und die Bedrooms. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland, habe ich auch schon erwähnt, dass hier geht es nicht nach Quadratmetern, hier geht es immer nur nach Bedrooms. Ja, maximal 10 Bedrooms könnt ihr hier auswählen, aber für die Zwecke hier ist es egal. So, und zwar das Feature, was ich euch zeigen wollte, was auf Rightmove so nicht zu finden ist, ist der Filter hier. Und zwar könnt ihr sortieren nach Most Reduced. Das heißt, ihr könnt euch die Häuser so filtern, dass sie einfach euch das Haus anzeigen lässt oder die Häuser, die am meisten reduziert wurden. Ja, und das funktioniert natürlich, ist natürlich nur sinnvoll, wenn ihr euch gleichzeitig auch die Hauspreise in der Gegend anschaut, was ihr dann wieder bei Rightmove vielleicht besser machen könnt. Aber das habe ich in dem anderen Video erklärt, was ich euch auch in der Infobox verlinken werde. Aber jetzt gerade auch im Zusammenhang der Krise, wo viele ihre Häuser reduzieren, es ist eine wunderbare Möglichkeit, hier euch. Habe ich doch wieder Flats. Na, ich wollte gerne nach Houses suchen, Search. So, dann seht ihr also hier zum Beispiel ganz oben 30% reduziert am 29. Mai. Das heißt, ihr habt hier Six-Bed Terraced House. Terraced, das sind die Reihenhäuser, die englischen Reihenhäuser für 300.000. Offers over 300.000. Das heißt, der Verkäufer möchte gerne Angebote über 300.000 haben. Und das wurde eben am 29. Mai um 30 oder 29,4%, um genau zu sein, reduziert. Hier haben wir eins für 17,7% reduziert, das aber schon im Januar. Hier schon im Juni reduziert, ein Three-Bed-Detached. Detached, das sind die alleinstehenden Häuser, ja, also ähnlich, also ein ganz einfaches Einfamilienhaus, möglicherweise mit Garage. 17% reduziert. Jetzt kann man sich das einfach mal anschauen. Guide Price meint, dass der Verkäufer interessiert ist einfach nur an einem, also die 280.000 hier sind dann als Guide Price zu verstehen. Das heißt, hier ist auch eine Erklärung. Das heißt, hier ist durchaus noch Verhandlungsspielraum, denn Guide heißt nichts anderes als einfach nur ein Richtwert. Kann man sich hier die Bilder anschauen.
Das Haus ist leer. Wenn das Haus leer steht, ist für Investoren immer ein gutes Zeichen, in der Regel, denn das bedeutet, dass der Verkäufer nicht hier wohnt. Er macht, es ist niemand drin. Er macht derzeit wahrscheinlich kein Geld mit dem Haus. Und es kostet allerdings Geld, da er immer noch Council Tax, also die Grundsteuer zahlen muss. Möglicherweise hat er noch andere Nebenkosten und er möchte das Haus loswerden. Natürlich in der aktuellen Phase ist es möglicherweise schwieriger, Häuser zu verkaufen, vor allem zu den Preisen, die vor der Coronavirus-Zeit üblich waren. Daher hat er möglicherweise dieses Haus dazu reingestellt. Ich möchte das Video auch nicht viel länger machen. Ja, ich wollte euch einfach zeigen, was es für ein tolles Feature hier bei Zoopla gibt, wo ihr durchaus mal schauen könnt, wenn ihr darüber nachdenkt, in Großbritannien in Immobilien zu investieren, was ihr eben nutzen könnt, um nach Deals zu finden. Generell, wenn ihr nicht hier wohnt in England oder in Großbritannien und aber hier investieren möchtet, ist es natürlich ideal, wenn ihr euch in England auskennt oder in Großbritannien. Wenn nicht, dann solltet ihr Kontakt zu jemandem haben, der sich hier auskennt. Denn jetzt ein Haus nur über das Internet zu kaufen, ist schwierig. Wenn ihr dazu aber Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich unterstütze hier gerne, denn ich bin auch daran interessiert, dass der Kanal wächst, dass mehr Leute in Großbritannien investieren, denn ich bin überzeugt von dem Immobilienmarkt hier. Sicherlich gehen die Preise in den nächsten Monaten noch weiter runter. Aber wie gesagt, ich bin gerne bereit, hier zu helfen und Tipps zu geben. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst mir ein Like da, schreibt gerne einen Kommentar in das Kommentarfeld und abonniert bitte den Kanal, das wäre prima. Vielen Dank, tschüss.